Herzlich willkommen zur vierten Folge der Podcast-Serie Die vielschichtige Herausforderung der Drohnenabwehr. Heute bei uns haben wir Divisionär René Wellinger. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Sehr gerne. Möchten Sie sich kurz in 2 bis 3 Sätzen vorstellen, was Sie so machen? Mein Name ist René Wellinger, ich bin Kommandant des Heeres. Ich bin verantwortlich für die 3 mechanisierten Brigaden unter meinem Kommando sowie für die Weiterentwicklung im Bereich der Doktrin und der Rüstungsgeschäfte im Bereich von allen Truppen, die sich am Boden bewegen. Divisionär Wellinger, wo sehen Sie heutzutage Herausforderungen bezogen auf die Schweiz mit Blick auf die Thematik kleine Drohnen, deren Einsatz und die Abwehr? Also das Heer wird in Zukunft lernen müssen, mit Drohnen umzugehen, sei es sowohl, wenn sie selber einsetzen, als auch diese abwehren zu können, um Bevölkerung, aber auch eigene Truppen schützen zu können. Diese Entwicklung konnten wir jetzt über längere Zeit beobachten, die Wichtigkeit von Drohnen auf dem Gefechtsfeld, sei es in dem Afghanistan-Konflikt, dann aber vor allem im Bergkarabach-Konflikt und jetzt im Ukraine-Konflikt sehr dominant. Und wir konnten feststellen, dass ein Anstieg der Wichtigkeit von Drohnen auf dem Gefechtsfeld zu erkennen ist. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Dafür haben wir das Kompetenzzentrum Drohnen und Robotik gegründet. Am 1. Juli dieses Jahres haben die ersten beiden Leute ihre Arbeit aufgenommen. Jetzt werden wir sukzessive da das Know-how, aber auch die Zusammenarbeit innerhalb der Schweiz verbessern. Haben kleine Drohnen im militärischen Bereich einen hohen Stellenwert? Ja, wir haben die ersten 4 Drohnentypen beschafft. In einer kleinen Anzahl. Wir machen jetzt Versuche mit allen Truppengattungen, um einmal Erfahrungen zu sammeln, was ist der Mehrwert für diese Truppengattungen, und haben festgestellt, dass es vor allem im Bereich der Aufklärung ein sehr valables Instrument ist. Wir können einfach Nachrichten beschaffen und ohne, dass die Soldaten sich einer Gefahr aussetzen müssen, aber eben wir arbeiten immer noch mit einem Drohnenpilot und einem Drohnensystem, der auf einem Display dann sieht, wo die Informationen oder die Nachrichten zu beschaffen sind. Und da müssen wir besser werden. Wir müssen in der Lage sein, mit Drohnenschwärmen arbeiten zu können, dabei künstliche Intelligenz einzusetzen, um da auch einen Mehrwert für die gesamte Armee schaffen zu können. Besitzt das Heer eben bestimmte Anforderungen an solche kleine Drohnen? Oder haben Sie eine Checkliste, welche es braucht? Also ja, wir haben selbstverständlich Vorstellungen, welche Waffengattungen etwa welchen Typ Drohnen benutzen können. So müssen die Artilleristen viel weiter sehen können als beispielsweise ein Infanterist, einfach aufgrund seiner Aufgabe. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Informationsbeschaffung. Viel wichtiger ist es, dass wir im Namen des Sensors, und das ist eine Drohne, Nachrichtenführung, Wirkungsverbund, da ein System weiterentwickeln können, das einen Mehrwert vom Sensor bis zum Effektor schaffen kann. Und da ist eben auch der Teil der künstlichen Intelligenz nicht zu vernachlässigen. Man spricht immer nur von Drohnen und meint irgendein System, das in der Luft oder am Boden oder im Wasser sich bewegt. Und das geht eben viel weiter. Nur an fliegende Objekte zu denken, das greift zu kurz. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage dieser ersten Teilserie. Wir haben jetzt beispielsweise im Ukraine-Krieg gesehen, dass Drohnen oder der Einsatz von Drohnen in militärischen Konflikten immer wichtig wird. Sie haben ja vorher bereits auch andere Konflikte erwähnt. Welche Erkenntnisse zieht das Heer aus solchen Konflikten? Jetzt mit Blick auf den aktuellen, aber auch den zukünftigen Einsatz von Drohnen. Im Verlauf des Ukraine-Krieges konnten wir sehen, wie wichtig die Drohnentechnologie zu Beginn vor allem auf ukrainischer Seite war zur Abwehr des russischen Angriffs. Wir sehen aber jetzt auch, wie das Pendel zurückschwingt und die russischen Streitkräfte immer mehr Erfahrungen und auch Erfolge haben beim Stören dieser Drohnen und beim Unterbrechen vor allem der Kommunikationsmittel, so dass die Informationen, aber auch die Effekte, die mit den Drohnen erzielt werden können, nicht mehr erzielt werden können. Und da kommt die Herausforderung am Ganzen. Also wenn wir Drohnen sehen, die sich auf dem Gefechtsfeld bewegen, dann denken wir immer an Funk. Und Funk ist natürlich auch einfach zu stören, oder? Und wir werden vor allem da in der Weiterentwicklung uns eben auch überlegen müssen, wie können wir gesicherte Leitungen zur Verfügung stellen oder Kommunikationswege, um das eben zu verhindern. Und
die Sensoren weiter im Einsatz halten zu können. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch überlegen, wie wehren wir die Drohnenschwärme, die in Zukunft auf die Bevölkerung, auf Objekte, kritische Infrastruktur ist da sicher ein wichtiges Thema, oder auf die Soldaten einwirken können, wie wir die abwehren können. Und da wäre es auch sehr einseitig, wenn wir nur an kinetische Wirkung gegen Drohnen, also nach dem Motto, wenn wir eine Drohne sehen, schießen wir darauf. Wir müssen Lösungen finden, die eben nicht kinetisch sind, bei denen wir eben auch Infrastruktur, die im Weg ist, schützen können oder eben auch unsere Bevölkerung. Also das sind noch große Herausforderungen zu meistern für die Schweizer Armee. Herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. So beenden wir bereits den ersten Teil und wir sehen uns in der zweiten Folge wieder.